deine Hilfe. Aha. Ist erledigt. Soll das die Wundermedizin sein, von der Sie gesprochen haben? Riecht nicht besonders gut. Muss ja eisig. Stinkt, hilft nicht. Da hast du nicht unrecht. Ja. Schau mal, es ist gerade frei. Kommt! Los, rennt! Lauf. Das ist doch verrückt! Nie wieder. Ein Gebäude. Unglaublich. Hier haben mal Leute gewohnt. Wir sind zu weit oben. Keine Sorge, Ugo. Das ist so weit weg. Jetzt zu weit, um es auf einmal zu schaffen. Ich muss dir helfen. Noch nicht. Zack, 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 zack! Geht gut? Haben wir es geschafft? Wo ist das? Geschafft! Wir sind da! Seht euch das an! Chateau d'Ombrage! Oh, von hier aus ist es sogar noch größer! Gehen wir rein, los! Ja! Unglaublich! In dem Turm dort drüben sind die Wohnräume. Er muss mehrere Jahrhunderte alt sein. Sieht trocken aus. Aber dieser Graben ist uns im Weg. Eine Rattenfalle. Wie in der Höhle. Aber wer hat das alles gebaut? Ja, irgendjemand, der davon wusste, dass sowas kommen wird. Ist offen. Schauen wir mal. Oder vielleicht sogar diese Ratten erfunden hat, sozusagen. Die haben sich hier alle versammelt. Da, ein Feuerbecken. Ob ich es anzünden kann? So bringen wir die Ratten in Bewegung. Lukas, Hugo, bleibt aus dem Regen raus. Wir werden einen Weg zum Turm freimachen. Oh, gut, sagen, da steht jemand. Komm, Hugo. Bist du soweit, Melly? Solange wir sie aus dem Weg räumen. Also los, die Belagerung des Chateau d'Ombrage. Zwei Mädchen gegen tausende von Ratten. Diese Schlacht wird in die Geschichte eingehen. Sieh nur, sie bewegen sich. Aha, wir müssen die jetzt auch wieder so treiben. Okay. Wir sollten den mittleren Bereich jetzt erreichen können. Ja, das ist schon mal der erste Schritt. Ich lasse dir den Vortritt. Oh, danke schön. Dein Spezialgebiet. Sehr großzügig. Na dann, hinab mit uns. So, und jetzt? Wir haben einen Stock, den wir wahrscheinlich benutzen können und müssen, um zur nächsten Location zu wandern. Ringsrum wahrscheinlich nicht. Ah, da! Ja, ich bin bei dir! Ich fühle mich schon gleich viel besser! Ah, die zwei kriegen hier... Die werden schon hier so ein bisschen... Melly werde ich es nicht schieben können. Hä? Wo ist sie denn? Hey, seht mal! Oh! Na dann einmal runter mit euch! Der Weg ist frei! Jetzt wissen wir, wozu die Grube gut ist. Melly, kannst du zu mir kommen? Ich komme. Kann's kaum erwarten, da oben zu sein. Das Feuerbecken kommt von allein zurück. Seht sie euch an. Wimmeln hier rum wie Adlige am Königshof. Aber das ist unser Schloss. Ja? Können wir uns niederlassen. Gut, die hier müssen auch noch in die Grube getrieben werden. Und sie sind mal wieder auf der falschen Seite des Feuerbeckens. Ich muss runtergehen und nachsehen, was da unten ist. Gut, ich gebe dir Deckung mit dem Feuerbecken. Also wie jetzt? Ich muss jetzt da runter, oder was? Wahrscheinlich. Ich lege mein Leben in deine Hände. Reine Routine, meine Dame. Bereit, wenn ihr bereit seid. Ja. Ja, wie... Kannst du das übernehmen? Na schön,
Ohr. Das könnte eine Schmierung vertragen. Wärst du lieber hier unten? Schon gut. Ich wärme mich hier nur auf. Weiter geht's nicht. Was siehst du da unten? Noch mehr Feuerbecken. Ich kann den Ball hochklettern. Dann hoch mit dir. Wir werden es schaffen. Hugo und wir alle werden in Sicherheit sein. Hier hoch, oder? Nee. Ja, doch. Hä? Da ist auch so ein Ding. Ah, wahrscheinlich da hoch. Ah, hier ist ja auch so weiß, ne? Das ist eigentlich immer so ein Indiz dafür, dass wir hier irgendwo klettern können. Mal kurz gucken, ob wir was basteln können. Ja, wieso können wir eigentlich nichts mehr machen? Wir konnten das doch mal. Komisch. So, genau, machen wir mal irgendwie verfahren. Was haben wir hier noch? So. Dann können wir nämlich wieder Material mitnehmen. Sie kommen in deine Richtung. In Ordnung. Aber es sind zu viele. So werden wir es nie schaffen. Gut, wir müssen den ganzen Innenhof säubern. Dann mal weiter. Ich bin sowieso schon klitschnass. Na, das macht jetzt auch nichts mehr aus. Ich glaube, wir haben ganz andere Probleme als die Nässe. So. Kannst du loslassen? Na bitte, rein in die Grube mit euch! Ja, perfekt! Geschafft! Jetzt nur noch den letzten Bereich. Ich muss. Ach, da unten sind immer noch Ratten. Ich brauche das Feuerbecken. Ah, schon wieder zurück. Da ist eine Truhe. Also gut. Auf ein neues. Habt ihr es geschafft? Ja. Alles klar, Hugo? Mir geht's gut, aber man wird euch schreien hören. Keine Sorge. Der Sturm übertönt unsere Stimmen. Bald sehen wir den Turm. Ja. Viel Glück. So. Jetzt ist hier auch clear. Das ist schon besser. Ich will nur gucken, wo kann man den Wagen hier schieben? Da habe ich mir fast gedacht, doch da oben. Ach, da kommt man nur zu zweit hoch, deswegen. Mhm. Die Brücke. Wir sollten sie besser runterlassen. Ja, lassen wir sie mal runter, und oder? So eroberten Amicia die Amazone. Hm? Und Melly die Verstohlene. Das ist schon nur vom Quatsch. Du hast zu viele Bücher gelesen. Ich. Komm, wir müssen den Bereich da unten noch säubern. Wir brauchen dafür das Feuerbecken oben vom Wall. Ich gebe dir mit diesem hier Deckung. Gut, ich komme runter. Kann ich bis da hinten hinwerfen? Ja, das geht sogar. Schau her. Bam! Das ist der letzte Bereich, ne? So. Ich bin bereit. Schissener alter Hebel. Melly, du findest immer die richtigen Worte, was? Alles gut. Das hier ist euer Chateau. Ihr habt eine Verbindung dazu. Unser Schloss. Stell dir mal vor, wir könnten hier alle zusammen leben. Mir liegen Gewölbe irgendwie näher, weißt du? Echt hier leben wollen? Hm. Ja gut, ja, vielleicht. Ist hier gar nicht mal so schlecht. Zumindest wären wir safe vor Ratten. Das wäre ja jetzt gar nicht mal so dumm. Aber wir hoffen ja, dass wir dieses Rattenproblem in dieser Welt in den Griff kriegen. Ja,
will man ja vielleicht wieder zu seiner Heimat oder vielleicht auch nicht, weil man ja schlechte Erinnerungen hat daran, ne? So. Zack. Hier drüben ist das Chaos ausgebrochen. Ich brauche dich hier. Bin unterwegs. Gut, dann also nochmal. So erobert man ein Schloss. So wird man krank. Nein, meine Geschichte endet anders. Ah, jetzt macht sie... Ah, okay. Sollen wir hier nochmal schieben? Vorhin noch nicht. Komisch. Los, komm schon! Scheiß, wir haben es fast geschafft! Und mit diesen edlen Worten machten sie sich daran, zurückzuerlangen, was rechtmäßig ihnen gehörte. Ein Heim! Hör auf damit! Komm schon, hier gibt's sicher irgendwo auch ein schönes Gewölbe für dich. Amicia, so einfach ist das nicht. Du kennst mich doch gar nicht. Na gut, ich verstehe. Ein Gewölbe gibt's hier bestimmt. Kerker! Wir könnten dich in den Kerker stecken. So. Dann schieb mal. Warum muss ich das jetzt machen? Schieb! Vielleicht werden wir runtergehen. So, jetzt schieben! Was ist denn los? Warum schiebt sie nicht? Irgendwas übersehen? Hä? Warum schiebt sie denn nicht? Ich verstehe es gerade nicht. Wir können da jetzt nicht durchgehen, wenn wir da jetzt... Hey, die braucht doch nur loslassen jetzt! Was ist denn los? Oh, bitte lass mich hier jetzt nicht in diesem Spiel einen Bug gefunden haben. Okay, schauen wir mal. Jetzt gehen wir nochmal dahinter. Vielleicht, weiß ich nicht. Die brauche ich jetzt nur loslassen. Fertig. Schieben wir einfach nochmal ran. Es passt eigentlich. Jetzt komisch. Lass die Drachen frei. Na los, zurück mit euch, ihr Mistviecher. Weicht zurück vor Amicia der Amazone und Melli der Furie. Was? Melli die Furie? Ich hab doch gesagt, du kennst mich nicht. Ja, ist das eklig. Wie so ein Becher mit Maden. Geschafft.
Wir haben sie zurückgedrängt. Die Burg hat uns das Leben gerettet. Ja, Laurentius hatte recht. Könnten wir unseren Sieg, wenn es euch nichts ausmacht, vielleicht im Trockenen feiern, ja? Natürlich, auf zum Turm! Ja, kommt zum Feuer, wärmt euch auf! Es ist riesig! Morgen können wir es erkunden. Das ist jetzt unser Zuhause. Fliegt dein Stock? Guck mal, der fliegt. Das ist der Stock, der dich eingesammelt hatte noch. Der fliegt da gerade schon durch die Gegend. Ja. Mei. Schön. Unser Zuhause. Na, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ist ja schon ziemlich witzig. Fliegt der Stock da mal so rum. Huch. Zurück zum Spiel. Ich weiß zu sehen. Für Escape gekommen? Keine Ahnung. Ein neuer Tag beginnt. Du hast schlecht geträumt. Du bist schon wach? Ja, ich habe ganz viele Sachen gefunden. Ich zeig sie dir. Sie werden dir gefallen. Da. Was ist das für ein Geräusch? Das ist Lukas. Komm mit, dann wirst du es sehen. Gut. Versucht er zu kochen. Vielleicht werde ich dann wacher. Hoffentlich. Hier unten. Schauen wir mal. Es gibt einzusammeln. Wir müssen diese Strohmatratzen zusammenflicken. Wir können wieder was verbessern. Machen wir unsere Tasche ein bisschen besser. Für so viel Materialien inzwischen. Gar nicht schlecht. Guck mal, das hier noch verbessern. Das sieht schon viel besser aus. Schauen wir mal, was wir hier noch so finden. Ich kann ja noch was herstellen. Boah, hier ist aber, glaube ich, schon lange niemand mehr gewesen. Aber schön hier. Ich würd die Büsche einfach so lassen. Oder? Kann man nur lassen. Aber man kommt nur über diesen Geheimgang hier hinter, ne? Hugo wartet auf mich. Ich sollte lieber gehen. Also, eigentlich ein super, super gutes Versteck, ne? Also das... Kann man schon... Ein ganz schönes Stück Arbeit. Kann man sich schon niederlassen. Ach ja, die Dinge, die wir gefunden haben. Zumindest können wir sie so in diesem Chaos nicht verlieren. Aha. Also die legen die hier rein. Aber viel haben wir noch nicht gefunden. Aber wir sind ja noch nicht am Ende des Spiels. Ich finde mir noch was. Okay, wir können nichts mehr herstellen. Okay. So. Na dann. Ein grüner Löwe, der die Sonne verschlingt. Hoffentlich keine Prophezeiung. Vermählen. Lukas! Oh, da seid ihr ja. Gut geschlafen? Kein bisschen. Das Labor ist runtergekommen, aber hat mich inspiriert. Ich habe das große Werk fast vollbracht und ihr könnt mir helfen. Oh, ja, ja. Was sollen wir tun? Amicia, ich brauche die Fiole links auf dem Tisch. In Ordnung. Und ich? Was kann ich tun? Für den letzten Schritt brauchen wir Licht. Hugo, hol eine Kerze. Das muss es sein. Das muss es sein, weil es stinkt. Hier haben Alchemisten gelebt. Vielleicht auch Laurentius. Hier. Bin mal gespannt, was er jetzt da so schönes braut. Hier, sonst noch was? Ja,
Den konzentrierten Lorbeersaft. Direkt hinter mir. Ich hole ihn. Was ist ein großes Werk? Was zum Essen? Das ist ein Elixier, das deinen Pfad erleuchtet. Ein Leuchtfeuer für den Träger der Makula. Es ist mir heute Nacht eingefallen. Okay. Igitt. Na dann. Mir fallen auch immer ständig einfach so Sachen ein, während ich schlafen sollte. Hier. Gut. Dann jetzt die Engelsträne. Die Krönung der Alchemie. Das Elixier. Hugo. Wow, das große Werk. Das war eigentlich nicht geplant. Das macht nichts, Lukas. Vielleicht solltest du dich ausruhen, oder Hugo? Gut gemacht, Lukas. Du bist ein Zauberer. Amicia, komm. Ich komme. I don't know. Oh, was ist da unten? Komm, lass uns mal hier gucken. Amicia, wo willst du denn hin? Schon gut, du kannst kommen. Wo geht's hier hin? Lass mal gucken. Ah, das ist mir zu weit. Komm, später auch noch vorbei. Wir rennen. Dip, 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 dip. Boah, das sind aber fette Stufen. Hast du eigentlich Melly gesehen? Nein. Vielleicht ist sie schon aufgebrochen. Oh nein, ich wollte mich doch verabschieden. Na, die ist bestimmt noch irgendwo. Oh, dieses Chateau muss schon seit Jahrhunderten leer stehen. Der Tiegel eines Alchemisten. Da wird Lukas sich freuen. Hallo! Wow. Komm, Amicia, mach mit! Okay. Na, habt ihr beiden Spaß? Die Inquisition sicher auch. Melly, wir dachten, du wärst weg. Komm. Wir müssen reden. Puh. Krasses Ding. Ja, was ist denn? Dieses Chateau ist eine Ruine. Ah. Das ist genau, was ihr braucht. Wer auch immer es gebaut hat, wollte seine verdammte Ruhe haben. Macht keinen Ärger und alles wird gut. Also, gehst du Arthur holen? Wenn ich helfen kann. Arthur ist mein Problem. Du hast es ja gehört. Diese Hunde von der Inquisition haben ihn in die Bastion gebracht. Ich weiß, wo ich suchen muss. Ich finde ihn. Sieh mal, Amicia. Und wegen Hugo. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber glaub mir, es ist es wert. Er wird dich retten. Letzten Endes retten sie uns immer. Selbst wenn man Brüdern ab und zu den Hals umdrehen will. Die Symbole, Amicia. Das glaube ich dir. Geh nicht ohne Lebewohl zu sagen, ja? Als ob das meine Art wäre. Amicia, komm bitte. Ja, Hugo, was hast du gefunden? Na dann, wir sehen uns. Da unten, da ist die Zeichnung. Welche Zeichnung? Die im Speisesaal. Ich zeig sie dir, komm mit. Ich folge dir. Ich sehe da jetzt ehrlich gesagt an und nichts, aber... Wo ist er denn? Das sind dieselben Symbole. Ja. Ah. Vielleicht das Wappen der Alchemisten? Hast du den Baum gesehen? Den Baum? Na los, hier rüber. Aha. Komm zurück. Wo gehst du hin? Oh, sind das deine neuen Freunde? Ja. Amicia? Hm.
dass ich krank bin. Nein, nein, nein. Hör zu, wir werden ein Heilmittel für dich finden. Und jetzt haben wir doch auch Lukas und Melli. Lukas, sieh mal die Schmetterlinge. Sieht aus, als hätte hier jemand Spaß. Es wird immer größer. Ja, die Makula breitet sich in seinem Blut aus. Die Bücher besagen, dass es mehrere Schwellen gibt und der Träger bei jeder Schwelle Gefahr läuft, zu sterben. Wie viel Zeit haben wir? Sehr wenig. Hugo hat die erste Schwelle fast erreicht. Mein Meister und deine Mutter wollten den Prozess verlangsamen. Aber wie? Was haben sie getan? Sie haben an einem sehr komplexen Elixier gearbeitet, um ihm Zeit zu verschaffen. Und kannst du es zubereiten? Mir fehlt ihr Wissen. Doch ihre Arbeit basierte auf einem verbotenen Buch, dem Sanguinis Itinera. Mit dem Buch? Könntest Leider du also... nicht. Das Sanguinis Itinera ist gefährlich. Es ist mit anderen Werken im Keller der Universität eingeschlossen. Dorthin zu gelangen ist fast unmöglich, wenn nicht Selbstmord. Gewöhnlich schon. Aber wenn wir uns das Chaos zunutze machen, hätten wir eine Chance. Ich weiß, wo das ist. In der Stadt in der Nähe vom Gefängnis meines Bruders. Wenn du das riskieren willst, helfe ich dir reinzukommen. Danke. Gut, ich packe meine Sachen. Komm zu mir nach drin, wenn du gehen willst. In diesem Fall braucht ihr Ausrüstung. Ich bereite sie vor. Hugo, es tut mir leid. Ich muss weggehen. Keine Sorge, ich bleibe bei Lukas. Gut, ich bin bald zurück. Es war ja auch ein bisschen mal angenehm, ohne ihn zu unterwegs zu sein. Vater, Mutter, ihr werdet immer bei uns sein. Mal gucken mal. Was hast du da gefunden? Hier, Johanniskraut. Oh. Es beschützt dich, wenn du in die Stadt gehst. Das muss ja starkes Zeug sein. Ja, das ist eine sehr gute Blume. Sie steht dir gut. Sehr gute Blume. Danke. Ja. Mache dir guten Preis. 1,99 hier im Blätterblatt. Ja, mache guten Preis für gute Blume. Ach ja. So, okay. Was machen wir jetzt eigentlich? Nochmal umschauen. Die Lady anquatschen. Können wir irgendwas nochmal machen? Schauen wir mal, ob wir nochmal was produzieren können. Nö. Gut. Dann. Jetzt fett. Endlich. Na, dann wollen wir mal. Hör zu, eine Sache noch. Laurentius hat einmal gesagt, der Weg zum Buch sei übersät mit Rosen. Haltet also die Augen offen. Rosen. In Ordnung, werden wir.